Servus meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen. Es ist endlich soweit. FIFA 17 ist auf dem deutschen Markt draußen. Ich habe es mir vorbestellt, konnte es bei Origin direkt runterladen und kann es jetzt auch endlich zocken. Da gab es auch so einige Tricks, die man machen konnte, dass man es schon eher spielen konnte, aber ein, zwei Tage vorher, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf. Teile fahren einfach bedeutungslos. Ja, europäischer Wettbewerb sind wir nicht dabei. Ja, trotzdem mal machen hier. Und erstes Transferfenster im Sommer deaktivieren. Nein, da haben die natürlich auch überhaupt gar nichts geändert. LED-Aktualisierung runter. Ich glaube, dass bei der Demo, ne, bei der Vorabversion, bei dem Early Access war Serge Gnabry noch gar nicht bei Bremen drinne. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er mit drin ist und dass sie die aktuellen Kader bis dato geändert haben. Das wäre schon ganz cool. So, und da sind wir schon. Saisonvorbereitung, Turniereinladung. Glückwunsch, Roland Star. Bremen wird zu einem Vorbereitungsturnier eingeladen. Ja, sehr schön. Weiter zur Einladung natürlich, weil die werde ich auch alle spielen. Leider, es tut mir leid für euch. Werde ich auch alle spielen. Weil Bremen hat jetzt nur, wie gesagt, 7 Millionen. Ich konnte jetzt, weil ich so lange FIFA gezockt habe.
Garcia. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll. Droppen die auch besser als Wildwald? Dian. Moisander ist mir ehrlich gesagt da ein bisschen lieber auf der Position. Bauer, geiler Typ übrigens, nur irgendwie hässliches Bild. Max Kruse als Mittelstürmer. Das ist schon mal das Erste, was ich mache. Ich gucke natürlich jetzt nicht auf Sympathie, sondern mehr so auf Punkte, weil wenn man schon auf Weltklasse spielt, dann ja. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Gnabry kommt dann auch auf rechts, da wo er auch richtig spielt. Bartels kommt dann links. Fernschüsse, Volleys. Das würde mal ganz gut sein. Da machen wir direkt hier eins für Gnabry. Da machen wir sogar zwei. Einfach nur, weil der Typ so geil ist. Und ich habe ganz vergessen. Ich trottel. Das ist eine silberne Übung. Die möchte ich gar nicht machen. Es muss schwer. Es muss schwer, weil das ist, glaube ich, so das Beste, was man machen kann. So ist. Machen wir Dribbling, Ausdauer und so. Das ist schon ganz gut für die jungen Spieler mit wenig Ausdauer. Dann gucken wir mal zu Gnabry. Leider hat er nur so wenig Punkte. Also ich denke, dass er nächstes Jahr wieder woanders spielen wird, viel mehr Punkte haben wird, also um die 80 herum und für ein richtig gutes Geld von Bremen weggehen wird. Da bin ich wirklich überzeugt von. Also kann mir nicht vorstellen, dass die so einen qualitativ hochwertigen Spieler überhaupt halten können. Dann machen wir Gnabry gleich direkt nochmal. Dann machen wir mal hier Schusskraft, Abschluss, Stellungsspiel. Und dann gehen wir weiter zum. Obwohl, ich würde gerne auch noch Bauer ein bisschen. Ja, machen wir mal hier das hier, El Rondo. Und dann würde ich auch noch gerne Grilic an sich ins Training mit ein etablieren. Ja, Grilic auch ein geiler Typ.
alles simulieren natürlich. Ich werde hier nicht das Training spielen, ist schon klar. Oh, ja gut, einmal ein B, einmal ein F ist noch akzeptabel. Bauer auch nicht so geil, aber Grillitsch und Eggestein haben sich echt gut geschlagen. Aber wollen wir mal gucken, hier das erste Spiel gegen West Bromwich Albion. Und jetzt kann die Gruppenphase endlich starten. So, also ich krieg jetzt schon ehrlich gesagt einen Ständer. Ja, die Trikots habe ich natürlich sehr schön ausgewählt. Bremen ist bei FIFA immer so kontrastlos. Und 1-0. Und da ist halt 1-0. Und wer hat's gemacht? Wer hat's gemacht? Der geilste. Er hat ein Gameface. Das ist Hammer. Das ist Hammer. Er hat wirklich. Obwohl, ist er das? Ich hab's jetzt noch nicht richtig gesehen. Kann auch sein, dass es einfach sehr gut nachgemacht ist. Schaut, dass er seine geile Lockenpracht nicht hat. Das wäre natürlich noch geiler. Den hat er auch. Oh, schade. Zu langsam umgedreht. Aber wie gesagt, das Kader ist einfach nur hammergeil. Und da sieht er den langen Ball, der kommt super perfekt. Und Bartels macht da nichts draus. Es war kein Spieler zum Anspielen. Pizarro ist vorne reingelaufen, aber das hat auch nichts gebracht. Oh, da sieht er Leko. Auch anscheinend sehr schneller Mann, sehr ballstark. Und dann der Fernschuss. Und der geht nicht rein, Und dann kommt schon wieder der lange Ball auf Bartels. Mein Gott, der macht aber auch hier immer schön die freien Räume. Hinterspielt den Spieler, das ist auch super. Dann die Flanke. Und leider kommt keiner dran. Und die Flanke kommt perfekt. Junge, Pizarro. Ach du Scheiße. Junge, die Flanke kam übelst geil. Einmal eben der Seitenwechsel. Hier wird es ein bisschen zu eng. Leider zu weit. Die Übersicht der Spieler, das ist richtig geil. Ja, schade, Schokolade. Man war noch viel zu stark angegangen hier. Oh, das war eine feine Grätsche. Nur, leider ist diese feine Grätsche nur im Mann gegangen. Boah, knapp. Ich wollte eigentlich gar nicht. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, weil ich zu nervös war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der größte Scheiß. Also ich weiß nicht mehr, also das ist echt schwer gemacht worden. Das ist nicht geil, aber er kommt trotzdem an den Kopfball. Was macht der Torwart denn da? Was macht der Torwart in der Situation? Er geht nicht hin, er bleibt nicht im Tor, er macht irgendwie gar nichts. Und dann legt er sich einfach nur aufs Maul. Also, hat letzte Woche ein richtig geiles Eigentor gemacht. Also Hammer. Das war eigentlich schon ganz cool. Aber das hat Bremen natürlich direkt gekippt und von daher alles gut. Oh mein Gott, er grätscht gerade vorbei und das... Oh, Drobny hält das Ding einfach mal locker. Aber wollen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas wechseln können. Fritz mir so ein bisschen zu gefährlich mit seiner gelben Karte. Ich bin nämlich einer, der sehr gerne mal einfach stumpf reingrätscht und dem die Beine bricht. Johansson war gar nicht auf dem Feld, Alter. Wie komme ich denn da drauf, dass Johansson spielt? Pizarro muss raus. Und Jan kommt dann auch noch... Ja, genau. Jan für Drobny. Dann machen wir nochmal Jan rein für Moisander. Ach, ist das scheiße geworden, ey. So. Und dann wollen wir mal gucken hier mit unserem 6er-5er-Wechsel, was da so geht. Jetta Barré auf seiner Skripnik-Position. Der verliert Pizarro den Ball. Sehr gefährlich in so einer Situation. Sehr gefährlich in so einer Situation. Oh, Pfosten! Ja, Wolleck. Das war sehr schön. Jetta Barré, da kamen die ganzen Wechsel. Und da kommt keins. Keins zieht in die Mitte. Und keins. Macht den nicht rein, aber dann kommt Johansson und macht das 2-0. Da ist es im Vorbereitungsspiel auf Weltklasse. Ich bin sehr stolz auf mich. Aaron Johansson. Hätte auch ein Chinese sein können, wenn ein paar Silbentrennungen mit drin wären. Oh, das kann gefährlich enden, aber wir haben ja einen Raum neben Tor. Der war auch toll abgefälscht. Und da kommt der Schuss wieder knapp am Pfosten vorbei. Bremen ist da hinten immer mehr Eikessel. Immer mehr ein bisschen Eikessel. Oh mein Gott, der Pass ist auch echt mutig gespielt. Und der Ball war auch nicht so geil. Aber der Ball war gut. Der Ball war sehr gut gespielt. Johansson, kriegt er den Ball noch? Ja, er kriegt den Ball noch. Und
Er kann ja auch direkt reinflanken, aber leider für Yatabaré. Was soll der Ball da hinten machen? Selassie mit Fernschuss. Und der. Wow! Was war das denn? Schade, der ging leider heute nicht rein. Das war das 2:0 für Bremen. Wir haben das erste Testspiel gewonnen. In unserem Testspielpokal. Da sind wir der Trainer, der aussieht nicht so wie ich. Ja, Leute, das war auf jeden Fall der erste Part. Ich werde ihn auch zusammenschneiden. Wie gesagt, schreibt bitte unter dieses Video, was ihr sehen wollt, ob ihr dieses Turnier überhaupt sehen wollt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt am Stück aufnehme oder nicht. Schreibt, gebt mir Tipps, was ich kaufen soll, transfermäßig. Und dann können wir auch, kann ich auch eure Wünsche erfüllen. Und dann können wir eine richtig geile Saison mit Werder Bremen spielen. Vielleicht kommt der zweite hinterher. Müssen wir nochmal sehen. Guckt auch bei The Journey vorbei bei Jojo. Und ja, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr das nächste sehen wollt, damit ihr alles mitbekommt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Part. Ciao.